Da sind wir in Part 16 von dem Let's Play Zombie. Hier spricht Sandra an alle Raben. Nest 6, 18, 19, 22 und 34 wurden von Geiern überfallen. Die Sache ist im Fluss. Rob, melde dich. Ich bin Sandra. Wir verschwinden in weniger als 12 Stunden. Ron Friedman, wenn du mich ignorierst, dann schwöre ich. So antworte doch, Ron. Ja, die haben es ja wirklich fett gebracht und dafür habe ich einen Molotow verwendet. Boah, die Lenkung ist hier am Vibrieren. Ja, so langsam müssten wir mal wieder zum Safehouse ein paar Klamotten einsammeln. 6 freie Plätze. So gut war ich noch nie. Ich gehe mal eben den Baseballschläger holen, weil mir das persönlich wichtig ist. Lieber John, ich werde niemals vergessen, was du mir gegeben hast. Unsere gemeinsame Zeit war die schönste in meinem Leben. Aber jetzt sind die Erinnerungen getrübt. Wow, geiles Teil. Wir beide wissen, du gehörst nicht in die Anstalt. Aber dieses ganze Unrecht hat dich verändert. Du bist nicht mehr der Mann, in den ich mich verliebt habe. Der Mann, der alles riskiert und alles verloren hat, bei dem Versuch, die Welt auf den kommenden Sturm vorzubereiten. Ja, ihr könnt das ja unten mitlesen, während das läuft. Weil hier sind wir irgendwie noch nicht fertig. Ach nö, die wollen Code. Jetzt habe ich nicht zugehört, was die erzählt hat. Oh, da steht er. Oh, für ganz Doofe, wenn man hier rumscannt. 1527. Eins, fünf, zwei, sieben. Nahrung zu suchen ist eine gute Idee. Aber räum mir nicht die Ohren voll, wenn dir schlecht wird. Oder Schlimmeres. Mach dir einfach die Tür auf da. Rapper hier, hörst du mich? Da scheint es heiß herzugehen. Such die Küche und nutz den Müllschlucker. Das ist der schnellste Weg raus. Ja, ich will aber noch nicht raus, weil ich habe nämlich total viele Sachen. Moment. Zum Schutz mache ich die Tür zu. Weil da brauchen sie ein bisschen, um durchzukommen. Weil hier waren noch Sachen drin. Ich war da noch nicht fertig. Aber wir haben das Buch gefunden. Das ist schon mal super wichtig. Schrotflinte. Tierfleisch, schmeißen wir weg. Weil da war noch eine Aufwertung. Genau die wollte ich nämlich haben. Dann nehmen wir das Tierfleisch auch noch mit. Könnte auch verdorben sein, sagt er. Aber das ist uns fucking egal. Hauptsache, wir haben das Ding leergeräumt. Da hinten ist immer noch der Zombie im... Der Zombie in der Wand. Ah, hab ich mir gedacht. Alter, der ist aber richtig heftig, der Schläger. Ein Schlag und die waren sofort weg. Scannen nicht vergessen. Ich stelle mir die Frage, wo wir hier sind. Wieso ist denn da oben noch ein grüner Punkt?
Ja, jetzt muss ich mal eben gucken. Irgendwas ist, weiß ich nicht. Irgendwas ist komisch. Ne, wir haben aber alles abgehakt. Wir müssen jetzt zurück zum Arzt. Wir müssen zum Arzt. Da muss ich übrigens heute auch hin. Ui, ui, ui. Hier ist aber wieder sehr ruhig. Egal, wir haben den Knüppel. So, wo sind wir jetzt hier? Okay, noch eine Kotür. Also ich vermute mal ganz stark hier diese Bilder. Das hat irgendwas damit zu tun. Da werden wir beim Augenblick noch nicht hinkommen. Entweder weil uns irgendwas fehlt oder der Arzt uns erst was geben muss, vielleicht jetzt nach dem Buch. Aber das ist uns egal. Hier ist das scheint hier schon so eine Art königliche Schatzkammer zu sein. Sehr schön, wieder eine Aufwertung. Ah! Hier sind wir. Von Brick Lane hier ganz hinten rum. Aber die Karte können wir jetzt nicht sehen. Da könnten wir schlafen gehen. Aber ich lasse die Kombination jetzt erstmal so und gebe dem Arzt erstmal das Buch. Weil dann wird er uns schon was erzählen. Auch er wartet schon. Sie haben dies Studio Contagionen gefunden. Oh, das ist großartig. Hätte ich sie doch nur retten können. Ich hab's versucht und hab tatsächlich Fortschritte gemacht. Aber was darüber leben? Man kann es nicht leben nennen. Ich bin fast froh. Ja, du bist infiziert. Haben wir schon gesehen.
Ja, was ist jetzt, Kollege? Ich habe ja nicht ewig Zeit. Was? Oh Mann! Das ist dies letzter Brief an Francis Bacon. Gnädiger Francis. Und so weiter und so fort. Ja! Er erwähnt den Panazee-Schlüssel. Also, die Raben glauben, diesen Schlüssel zu besitzen. Und sie müssen noch irgendwo in London sein. Ich weiß nicht wie, aber wenn Sie sie finden und den Schlüssel beschaffen, könnte ich das Mittel herstellen. Bis dahin muss ich weitermachen. Ich habe der Queen und meiner Zunft einen Eid geschworen, die dunklen Ecken des Unwissens auszuleuchten. Und das werde ich. Passen Sie auf sich auf. Die Briefe von Dee, 7 Stück. Jetzt müssen wir 7 Briefe suchen. Okay, die müssen wir uns mal angucken, weil bei 7 Stück scheint das ja, da steht's auch. Ja, das lese ich nicht alles vor. Wie gesagt, kennt ihr ja, bitte mit Pause. Das war der erste Brief und jetzt ist die Frage, wo sind die anderen? Mich wundert auch, dass diese Tür hier nicht aufgeht. Er zeigt da auch an, weil der Koffer ist offen. Also so ein paar Bugs hat das Spiel wohl. Aber sei egal. Macht auf jeden Fall Spaß. Wir sollen da lang. Dann gehen wir doch da lang. Ja, super Sache. Wir müssen zurück. Und jetzt können wir auch die Karte sehen. Wir befinden uns hier im Palastuntergrund. Bricklane und wir sollen ins Safehouse. Ist ja mal geil. Muss man eben schauen, welche Knarren wir bei haben. Ob wir da noch was aufrüsten können. Tierfleisch könnten wir zur Not wegwerfen. Bevor ich da dran gehe, will ich... Nichts ist wirklich tot, bis du in dem Kopf weggeblasen hast, kapiert? Geht nicht. Nehmen wir ein mittleres mit und legen das große weg. Kollege, passt auf. Schrotmunition, ja, bringt uns aber nichts, wenn wir die Knarre nicht haben. Die will ich nicht mitnehmen. Ah, ey, mit dem Inventar, das ist echt assi. Mal eben bei Aufwertung gucken. Kapazität. Wenn wir die nochmal hochschrauben um 3 Schuss, dann geht ein besser geht die nicht mehr dann. Das machen wir auf jeden Fall. Obwohl es hätte auch Sinn bei der Schrotflinte gemacht. Aber das ist jetzt egal. Da können wir nichts mehr auffrischen. Da können wir die Feuerkraft hochholen. Das machen wir auch mal, weil wir 2 haben. Ja, super. Folge schon wieder um. Ja, mehr geht im Augenblick nicht. Ja, jetzt würde ich sagen,
Over uns die Mission mal ab. Ja, so viel Zeit muss sein. Waffen haben wir bis jetzt alle. Weil ihr seht, nirgendwo gibt es mehr Pistolen. Da gibt es in der Market Street gibt es noch Karabiner und so. Energy Drink, Kuchen, ach ey, da haben wir wohl mehr als genug alles. Ja, also wir müssen nach Hamburg Green oder in die alte Ziegellagerhäuser. Ja, da haben wir aber doch. Ach, da, genau, da war noch diese Kottür. Im vorletzten Part hatten wir das. Ja, und die haben wir nicht aufgekriegt. Keine Ahnung warum. Da bist du ja. Was hast du da im Palast getrieben? Na egal. Ich hätte da eine Idee. Ja, erzähl mal. Es wird von einem Militärlager am Palast berichtet. Dem Befehler Colonel Waverly, mein alter CEO beim Desert Storm. Sag ihm, der Prepper schickt dich. Du könntest ein paar bessere Waffen gebrauchen und ein wenig C4 könnte auch nicht schaden. Also, ja, da wäre ich auch hingegangen. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich jetzt gedacht, gehe ich zu dem Offizier, wenn er mir C4 gibt, weil in der Brick Lane gibt es auch eine C4-Sprengstelle. Die ist aber jetzt im Augenblick erst interessant, wenn wir das C4 haben. Das heißt, wir müssen zur Brick Lane, das ist Stand der Dinge. Ja, haben wir unser nächstes Ziel, können wir im nächsten Part dann weitermachen. Voll geil. Rucksack noch checken. Wir haben ein Platz frei, verdorbenes Tierfleisch und so weiter. Das würde ich aber zur Not wegschmeißen. Munition haben wir leider nicht genug. Für die Pistole. Aber egal. Machen wir im nächsten Part weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen, für euren Support und so weiter. So long, bis zum nächsten Part. Euer Agent Peanut.